Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem Video, auf das ich mich mega, mega freue. Und zwar Julina x Lethal Cosmetics. Ich habe mich super drauf gefreut. Ich schaue Julina super gerne und habe sie auf einer Glow tatsächlich auch schon persönlich getroffen. Und ich habe auch Make-up von Lethal Cosmetics. Und dementsprechend fand ich es richtig cool, als sie zusammen ihre Kollektion gelauncht haben. Und ich habe heute für euch die Review von den beiden Lippenstiften und der Palette. Marc war so süß und hat mir auch noch das Gloss geschenkt, beziehungsweise hat es für mich bestellt. Und das ist leider noch nicht da, denn ich habe bei der Parfümerie Pipa bestellt und er auf der Seite direkt. Ich war anscheinend eine der unglücklichen 1%, bei mir ging gar nichts. Ich habe eine Stunde lang versucht, die Sachen zu bestellen auf der Internetseite direkt und es hat nicht funktioniert, das war eine Katastrophe. Vor allem, weil ich tatsächlich auch im Warenkorb war. Ich wollte mir das Bündel kaufen. Ach, es hat hin und vorne nicht funktioniert. Marc hat es für mich probiert und es hat auch nicht funktioniert. Das Endresultat war, dass Pipa ja ein bisschen später online gegangen ist als die Internetseite direkt. Und bei Pipa war es dann, nachdem es tatsächlich geladen hatte, kein Problem mehr. Und ich habe tatsächlich auch zwei Prüppchen noch bekommen. Richtig süß. Es war auch relativ schnell, würde ich behaupten. Zumindest Marc und ich ja relativ zeitgleich bestellt. Also ich habe ihm dann gesagt, es hat geklappt, du kannst aufhören zu probieren. Nur dass der Gloss war bei Pipa zu dem Zeitpunkt schon ausverkauft. Und den hat er dann noch bei Lethal bestellt. Und ich meine, ich habe drei Sachen bestellt und er nur eine. Und meine Sachen sind auch schon seit Mittwoch oder so da. Also haben wir heute Sonntag. Ist gelogen, haben wir heute Samstag. Und das Gloss ist leider immer noch nicht da. Aber gut. Ja. Short story long, ne? Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal direkt an, damit das Video nicht so unendlich lang wird. Sagt, man konnte die Sachen bei Lethal Cosmetics auf der Internetseite bestellen, bei Pipa online und ich glaube, man konnte sogar in 50 Filialen die Sachen bekommen. Ich bin jetzt nicht ganz so die Region, wo es Pipa gibt, dementsprechend war diese Option für mich raus. Ich bin froh, dass das dennoch geklappt hat und wir testen heute zusammen auf jeden Fall die Palette und die beiden Lippenstifte. Falls euch interessiert, wie der Gloss ist, wenn er ankommt, dann schaut gerne bei Instagram bei mir vorbei. Da zeige ich den auf jeden Fall nochmal. Mir ist aufgefallen, ich habe auch gar nicht auf Instagram gepostet, dass die Sachen gekommen sind. Oh, ich werde alt. Ich habe leider zeittechnisch das nicht eher geschafft. Ich habe das Paket jetzt schon ein paar Tage hier rumstehen und mal sehnsüchtig angeguckt. Aber ich wollte mich wirklich erst damit beschäftigen, wenn ich dann noch alles ausprobieren kann. Bisschen dumme Logik, aber ist okay. Die Palette kostet 39 Euro, habe ich schon gekauft. Ich meine, die Palette kostet 39 Euro. Schreibt es euch mal irgendwo hin, wenn es falsch ist. Die Lippenstifte 19 und das Lipgloss 15, meine ich. Ich bin gut informiert, ich bin begeistert. Und ich bin sehr gespannt. Ich hatte ja schon mal ein Video über Lethal Lidschatten gemacht und ein Lipgloss. Das ist noch gar nicht so lange her, das verlinke ich euch auch mal, falls es irgendwie interessieren sollte. Und da haben mich die Produkte überzeugt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Palette auch mithalten kann. Die Palette kommt in einem Überkartönchen. Es wird auch an meine Wand wandern. Zu meinen anderen Überkartönchen, die ich sammle. Und so sieht das gute Stück aus. Haben wir mal einen Vergleich? Vielleicht, dass das mal irgendwem hilft. Das ist jetzt die Modern Renaissance. Ja, die sieht bei mir super süffig aus. Von der Größe her. Julia war es ja wichtig, dass die kompakt ist. Und ich würde sagen, das ist ja auf jeden Fall. Also die ist sogar noch ein bisschen kleiner und schmäler als eine normale Anastasia Beverly Hills Palette. Ist in so einem rosa Ton mit so hellen, gelblich-weißen Elementen. Und da steht Julina drauf. Und jetzt öffnen wir das gute Stück mal. Das ist wie in fast jeder Palette so ein Wabbelding drin. Und ich muss ja gestehen, als die Palette dann veröffentlicht wurde, hat es mich tatsächlich nicht so gecatcht, wie ich gerne gehabt hätte, dass es mich flasht. Bei Ellie oder damals auch bei HTX Love und so, war ich sofort immer so, oh! Ich so, mich hat es auch einfach farbentechnisch umgehauen. Und hier muss ich sagen, ich habe einen zweiten Blick gebraucht, weil ich die Palette am Anfang ein bisschen ungeordnet fand und ich wusste nicht so genau, wohin mit meinen Gefühlen. Man muss ja sagen, dadurch, dass Julina auch Grün sehr mag, haben wir auch zwei grüne Töne. Und auch viel mit Braun arbeitet, was ich ja beides zum Beispiel gar nicht tue. Ich habe mir aber grüne Kontaktlinsen reingesetzt, zur Feier des Tages. Aber, jetzt kommt das große Aber.
auf den zweiten Blick hin, allein das Lila, das Blau und auch hier diese Farbe, die sind so schön. Also ich möchte auf jeden Fall das Lila und das Blau ausprobieren. Und eigentlich auch, möchte ich unbedingt ausprobieren. Ich finde es super, dass sie sich diesen Traum erfüllen konnte. Und ich bin so gespannt. Muss ich auch einfach sagen. Das heißt, ich bin schade, dass ich den Gloss heute nicht ausprobieren kann. Aber endlich, endlich. Wir fangen. Eigentlich würde es ja. Also, fange ich immer mit Lidschattenpaletten an. Ich würde es aber Sinn machen, vielleicht auch schon meinen Lippenstift drauf zu machen, dass ihr seht, wie der sich ein bisschen verhält. Das würde vielleicht auch Sinn machen. Machen wir das. Die beiden Lippenstifte gefallen mir vom Packaging her sehr gut. Die sind schwarz, haben hier das Lethal Logo. Hier unten sieht man die Farben. Und die sind so mit einem Magnetverschluss. Ich muss gestehen, bei Cinna war es überhaupt keine Frage, ob ich mir den kaufe. Ich finde so Farben auf den Lippen sehr, sehr... Hast du gerufen? Sehr, sehr schön. Bei St. Nudes. Ja, da habe ich ein bisschen mit mir gehabt, ob ich mir den kaufen will. Denn ich bin eigentlich kein Mensch, der nudefarbene Sachen auf den Lippen trägt. Aber ich wäre es gerne. Ich habe die schlechte Angewohnheit oft dann zu sagen, ja, nee, komm, lass gut sein, mach mir so ein bisschen Gloss drauf und dann so, ja, ja, ja. Aber ich finde eigentlich, sehen die meisten Looks viel schöner aus, wenn man auch was Nudefarbenes auf den Lippen trägt. Deswegen, ich habe jetzt die Hoffnung, dass ich ihn dann regelmäßig nutze und ja. Ich mache mir jetzt mal St. Nudes drauf und später probieren wir auch nochmal Cinna auf, weil ich noch nicht weiß, in welche Richtung der Look gehen soll. Ich mache das aufgrund von der Farbe jetzt mal ohne Lip Liner. Ich toppe drauf, es wäre klüger mit. Aber einfach, dass wir die Farbe möglichst gut sehen. Ich zeige euch mal noch beide Farben. So schön. Das ist Cinna. Das ist auch kein ganz herkömmliches Rot, ganz interessant, sondern so ein bisschen ins Bärige, würde ich sagen. Also es ist nicht so ein Rotrot, sondern so ein bäriges Rot. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ein bisschen Angst, dass ich gleich kaputt mache. Das ist ein Nudes. Ich riecht ein bisschen eigenartig, aber jetzt nicht groß parfümiert, sondern mehr so nach einem Lippenstift halt, ne? Das ist jetzt St. Nudes ohne Lip Liner. Ich meine, dass in dem Video auch gesagt wurde, dass man die Farbe durch Lip Liner beeinflussen kann. Also wenn ihr es dunkler wollt, heller wollt, ombre, sonst irgendwie, macht ja von der Logik her auch Sinn. Meine Lippen sind leider ein bisschen schuppig und nicht so super heute. Das tut mir sehr leid, das ist blöd von dem Lippenstift. Aber so sehen wir vielleicht auch ein bisschen, wie er performt, wie doll er abspielt. Ich meine, das ist ein Lippenstift, das ist kein Liquid Lipstick oder so. Das muss man alles mal ein bisschen im Kopf haben. Aber ich habe auch Getränke neben mir stehen und ich bin mal gespannt, wie gut es hält und wie viel im Nachhinein an der Dose und meiner Flasche und Co. hängt. Aber jetzt endlich zu dem Baby. Meine Augen sind schon geprimed und zwar mit dem MAC Paint Pot und gesettet. Und wir fangen jetzt, würde ich mal sagen, endlich an. Ich hatte mir ein bisschen Gedanken ausnahmsweise tatsächlich mal gemacht, was ich machen möchte. Und hatte überlegt, dadurch, dass ich die beiden Farben so gerne beide verwenden würde, vielleicht so ein Auge so, eins so. Und dann getauscht. So ein bisschen was wie Marvin gemacht hat, vielleicht in die Richtung. Weil ich es richtig schön finde. Achso, vielleicht. Ich könnte ja mal zumindest mal ein bisschen swatchen. Jetzt habe ich natürlich Lippenstift auf meiner Hand. Dann nehmen wir die andere. Die Swatches sind jetzt nicht so überdolle, aber hier. Also, finde ich mega schön. Das ist ja auf meinen Knöcheln. Und Worth It finde ich auch mega schön. Das Grün und das sieht jetzt auf meiner Hand ziemlich braun aus. Das sieht in den Fändchen tatsächlich nicht so aus. Das ist nur ein bisschen duochromig. Ist jetzt einfach nicht mein Cup of Tea, aber ich meine, zum Glück sind Geschmäcker verschieden. Und ich bin mal richtig gespannt. Ich finde das Lila und das Blau mega schön. Ich finde es jetzt im Swatch auch noch ein bisschen schwach. Aber es sind ja auch nur Swatches. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt auf dem Auge aussieht. Mit Scandal gehe ich nochmal über mein Lid und gebe mir das auch direkt mal ein bisschen unter beide Augenbrauen. Ich
finde es im Prinzip immer schön, wenn solche Töne mit in Paletten sind, auch weil man dann auch nochmal ein bisschen mit ausblenden kann, setten kann und so. Auch wenn man natürlich sagen muss, wenn in jeder Palette so ein Ton ist, dann hast du 100 Trilliarden von diesen Tönen. Braucht man natürlich auch nicht. Ich gehe jetzt erstmal in Wonderland. Ich hoffe, dass die Farbkombi zum Schluss nicht mega strange aussieht. Und gebe den jetzt tatsächlich als Verblendefarbe mir ans Auge. Auch der hat Kickback. Aber eine schöne Pigmentierung. Ich tippe drauf, also bei dem, das ist ein Ton, den kann man sehr gut aufbauen, wenn man möchte. Hier sieht man jetzt, wo ich zum zweiten Mal rein bin. Hat aber auch schon Pigment beim ersten Auftrag. Und das blende ich mit Scandal nochmal ein bisschen aus. Ihr merkt, ich stelle mich gerade an wie Lily auf Eis. Mein Plan ist es jetzt quasi, Amar und Loyalty noch auf mein Lid zu geben. Dann nochmal mit Wonderland ein bisschen auszublenden, weil das ist ja jetzt quasi nur hier oben so ein bisschen Base. Möchte ich als Inner Corner Highlight verwenden. Und vielleicht machen wir noch irgendwas mit Worth It, einfach weil ich den so schön finde. Ja. Sollen wir das mit Pinsel auftragen? Sollen wir das mit Finger auftragen? Ich weiß auch nicht. Mich heute ein bisschen desorientiert. Nehmen wir mal einen Pinsel und machen wir es auch notfalls mal nass. Und machen weiter mal mit dem Finger und wir fangen mit dem Lila an. Das ist jetzt mit einem ganz normalen, gebundenen Pinsel trocken eher nichts. Ich mach's mal nass. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich glaube fast, das ist so ein Fingerton. So ein reiner. Es klappt schon besser, aber ich bin nicht ganz überzeugt. Ich nehme jetzt mal meinen Buschfinger und versuche mir das... Oh, ich habe voll die Palette angesprüht. Kacke. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Base liegt, aber irgendwie finde ich, dass dieser wunderschöne, so ein bisschen folierte Effekt nicht so richtig rauskommt. Ich glaube, der Paintbrot ist einfach hier keine gute Base. Oder in Kombination mit meinen schwierigen Augen. Keine gute Base. Und ich habe ein bisschen Fallout. Ich habe vorhin kein Puder unter das Auge gegeben. Nicht so gut mitgedacht. Aber es geht. Es war jetzt zu erwarten, dass da ein bisschen Fallout ist. Aber an sich ist der Ton sehr schön. Aber ich fand ihn jetzt auch ein bisschen schwierig. Also ich würde ihn jetzt nicht zu überloben. Ja, sieht jetzt noch ein bisschen strange aus, ne? Ich habe es leider geschafft, mir auch Lila hier reinzugeben. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ich gebe jetzt gerade nochmal das Blau, also Amar, auf die andere Seite, damit wir zeitgleich weitermachen können. Dafür nehme ich mal einen anderen Pinsel, in der Hoffnung, dass es vielleicht besser funktioniert. Ich tippe fast doch, dass das ähnlich sein wird. Ach, Kackdreck. Sieh das. Auch hier funktioniert es nass besser. Der hat leider mir hier unten jetzt so einen blauen Fleck reingehauen. Ich glaube, die Töne sind einfach mit den Fingern am besten aufzutragen. Ich glaube, was ich hier gerade schaffe, trägt nicht gerade zur Allgemeinsituation bei. Was ich tatsächlich schade finde, ist, dass die, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Normalerweise habe ich Fallout sehr in dem Bereich, wo ich jetzt weiße Puder habe, dass die aber direkt hier unten irgendwie so hingekrümelt haben, weil ich befürchte, das kriege ich nicht mehr weg. Ich glaube, ich sage es immer oft genug, ich sage es nochmal. Bei so Paletten würde ich euch immer empfehlen, macht eure Augen, bevor ihr eure Base macht, damit euch sowas nicht passiert wie mir jetzt. Meine Güte. Sieht meine Palette schon mitgenommen aus.
Ich habe beschlossen, ich gebe mir jetzt in den hinteren Augenbereich noch Surgery auf beiden Augen und blende beide Töne noch ein bisschen mit Worth It aus. Und wie ich es oben schon gemacht habe, blende ich dann mit dem Gelbton nochmal aus und gebe mir dann die jeweils andere Farbe in den unteren, wenn du fangen kannst. Und gehe dann in... ich kann das gar nicht wie sie. Der hat auch Fallout, er hat auch Kickback, ist aber ziemlich gut pigmentiert, meines Erachtens. Ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Video habe. Ich habe jetzt mal so ein bisschen festeren Pinsel genommen, das mache ich ja eigentlich eher selten. Einfach um möglichst viel Pigment auf mein Auge zu bringen und ich nehme vielleicht noch den hellen Braunton hinten zusätzlich als Übergangsfarbe noch zum Ausblenden. Oh nein, was soll ich sagen? Hier setzt sich gerade das Pigment leider wieder ein bisschen ab, also es wird ein bisschen fleckig. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Kann sein, dass es an der Base liegt. Kann natürlich auch sein, dass es am Lidschatten liegt, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Ich packe auf die Stellen, die sich abgelöst haben, mal noch mal ein bisschen Pigment drauf. Das stört mich tatsächlich ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Dass sich hier jetzt so löst. Ich habe mir vorgenommen, meinen MAC Paint Pot öfter zu benutzen, weil ich sonst normalerweise immer meine Urban Decay Primer Potion nehme. Ich hoffe, dass das jetzt kein Fehler war. Ich finde aber, die beiden Farben harmonieren richtig, richtig schön miteinander. Also wenn man sich den Unterschied anguckt, Wahnsinn. Und auch Serendipity färbt den Pinsel schön ein. Ich habe ihn jetzt natürlich nur als... Hallo? Ich glaube, ich hab's. Oh mein Gott. Ein Nervenzusammenbruch später, ich sag's euch. Bevor die ganzen technischen Probleme angefangen haben, habe ich darüber philosophiert, wie schön sich Serendipity und Surgery zusammen verhalten. Und wie schön sich das eine mit dem anderen ausblenden lässt. Bei Serendipity hatte ich den Eindruck, dass das jetzt auch sehr gut pigmentiert ist, wenn man jetzt mal meinen Pinsel anschaut. Und das habe ich jetzt einfach nochmal sehr großflächig mit so einem ganz, ganz fluffigen Pinsel so ein bisschen mit Scandal ausgeblendet. Leider ging dieser Fleck hier nicht weg. Ich tippe jetzt mal fast drauf, dass das ein bisschen was mit meiner Base zu tun hat. Hier habe ich den nämlich nicht. Man muss sagen, wenn man Surgery mit dem Braunton kombiniert, finde ich, wirkt alles nochmal ein bisschen bräuner. Ich tippe darauf, wenn man das mit einem Rotton ausblenden würde, dass es ein bisschen roter noch wirkt. Ich habe auch nochmal angefangen, beziehungsweise einen sehr traurigen Versuch unternommen, nochmal Wonderland zu benutzen, um hier vorne die Töne auszublenden. Ich glaube aber, ich bin damit zu spät. Der Pinsel sieht jetzt einfach nur noch eklig und dreckig aus und abgeranzt. Und sich die Farben irgendwie so verbunden haben. Das versuche ich jetzt noch weiter und dann verfolge ich euch meinen diktierten Plan, mal weiter in die Tat umzusetzen. Das gefällt mir sehr gut. Der ist sehr schön. Über das Lila lässt er sich logischerweise jetzt besser drüber geben. Als über das Blau. Also Worth It gefällt mir sehr gut. Ich finde tatsächlich von den Schimmertönen ist es bis jetzt der einfachste um zu verarbeiten. Der steht aber jetzt bei meinem Look natürlich auch nicht für sich, sondern ist jetzt so bedeckt. Bei dem Lila funktioniert es gerade super, bei dem Blau ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich finde, es sieht ja schön aus. Ich muss ja allgemein jetzt sagen, aktuell finde ich Armand ein bisschen schwierig noch in der Verarbeitung. Ich finde, es ist ein super, super schöner Ton, aber irgendwie so ein bisschen bitchig zu mir. Er ist nicht so, er möchte nicht so mit mir arbeiten, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber das Gefühl. Vielleicht ist es was Persönliches. Ich glaube, die Töne Loyalty und Amar sind nicht so für den unteren Wimpernkranz gemacht.
Das finde ich gerade ein bisschen schwierig. Nee. Auf der anderen Seite habe ich mich heute bei irgendwas schon clever angestellt. Geh jetzt nochmal in Wonderland und Scandal und blende die beiden unteren Wimperngrenzen ein bisschen aus. Ich gehe jetzt in und den sprühe ich gleich an. Ich habe aktuell nicht Nerven für noch mehr Gedöns und Drama. Irgendwann ist es mal gut. Very beautiful. Bin ich enttäuscht? Ja. Habe ich es versaut? Ja. Lag es vielleicht an der Base? Wer weiß. Bin ein bisschen traurig, dass dieser wunderschöne Schimmerfolieneffekt von dem Lila und dem Blau nicht rauskommt. Liegt das an mir? Habe ich es jetzt so versaut? Woran liegt das? Was könnte ich tun, damit es noch schöner wird? Vielleicht ist es auch das Gelb. Da! Mit Wimpern sieht immer alles nur noch halb so katastrophal aus wie vorher. Was den Lippenstift angeht, so ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Der färbt jetzt noch ganz leicht ab. Was ich positiv fand an meiner Flasche, waren kaum Lippenstiftreste. Und ich nehme den jetzt einmal ab und wir tragen nochmal Zinner auf, um zu sehen, wie der ausschaut. Der fühlt sich übrigens sehr angenehm auf den Lippen an. Beziehungsweise hat sich sehr angenehm auf den Lippen angefühlt. Nicht schwer oder so. Am Anfang fände ich es noch ein bisschen. Sie wirkt sehr, sehr aufgesetzt. Aber wenn es so ein Moment drauf ist. Sehr leichte Textur. Und auch, dass der Farbe wegen mal wieder ohne Lip Liner. Ich habe den Auftrag ein bisschen versaut. Setzt sich ein bisschen auf die Zähne, aber nicht so extrem. Habe ich schlimmere. Und auch der im Auftrag ist so ein bisschen steif. Aber wenn er mal drauf ist, gerade nach einem kurzen Moment, wirkt das sehr schön. Wie gesagt, ich freue mich auf den Gloss. Und jetzt nochmal ganz kurz meine zusammenfassenden Gedanken. Ich denke, bei den Lippenstiften habt ihr es jetzt schon deutlich rausgehört. Ich finde, sie fühlen sich nach einem kurzen Moment des Auftrags sehr angenehm an. Jetzt finde ich, man merkt halt noch, dass es was auf den Lippen ist. Und sie sind ein bisschen steif, sag ich jetzt mal, beim Auftrag. Aber nicht schwer, nicht pappig. Und was ich zumindest jetzt bei St. Nudes fand, dass die nicht so massiv, dass der nicht so massiv abgefärbt hat, das finde ich ganz schön. Und dass nicht die gesamten Zähne von hängen wird. Lippenstift. Finde ich gut. Na? Und jetzt zur Palette. Ich hatte gehofft, dass es mir einfacher fällt. Ich weiß nicht, warum ich nicht gerade. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich saudämlich angestellt habe, ob es an der Base liegt, ob es an der Palette liegt. Ich weiß es nicht. Ich habe so viele sauschöne Looks mit der Palette gesehen und muss tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, wie es bei mir ausgesehen hat jetzt zum Schluss. Amar hat bei mir irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich finde, der sieht wahnsinnig schön aus. Ich kann euch mal die Palette jetzt im benutzten Zustand nochmal zeigen. Ich weiß es nicht. Also ich finde tatsächlich, Loyalty zum Schluss habe ich jetzt rausgefunden, wie ich mit dem umgehen muss. Aber auch der Ton ist ein bisschen tricky. Also von den beiden Tönen war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass mit denen einfacher funktioniert. Ich werde aber die Palette auf jeden Fall nochmal mit meiner Urban Decay Primer Potion ausprobieren, statt mit dem Paint Pot. Ich weiß nicht, ob das Auswirkungen hat oder ob ich mir jetzt gerade einen Rettungsseil suche, warum, dass ich meine Unfähigkeit oder die Unfähigkeit der Palette woanders entschieden kann. Aber ich fand, und worth it. Auf jeden Fall schön. Auch wenn man natürlich jetzt sagen muss, die habe ich nicht flächendeckend aufgetragen. Was mir sehr gut gefallen hat, waren die matten Töne, die ich sogar fast alle verwendet habe. Bei Wonderland muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Habe ich jetzt festgestellt, wenn man eine andere Farbe in den reinblendet, dann wird der ein bisschen schmutzig. Vor allem, wenn es eine dunklere Farbe ist. Und das war jetzt wahrscheinlich nur ein Problem, was ich jetzt hatte, weil ich zwei verschiedene Farben geblendet habe, dass das natürlich ein bisschen unterschiedlich aussehen kann. Also mein lilanes Auge sieht mit Wonderland anders aus als mein blaues. Und Mama und Loyalty sind, glaube ich, nicht dafür gedacht, an den unteren Wimpernkranz gegeben zu werden. Zumindest finde ich die da ein bisschen schwach. Aber an sich
ist das eine schöne Palette. Wie gesagt, die Mattentöne haben mir sehr gut gefallen. Worth It und Core haben mir sehr gut gefallen. Und muss sagen, dadurch, dass ich jetzt mittendrin diesen technischen Mental Breakdown hatte, oder mein Mental Breakdown dank der Technik, ist mir dann natürlich auch irgendwann die Geduld ausgegangen. Vielleicht habe ich das der Palette bei den beiden Tönen noch ein bisschen unrecht getan. Ich habe gesagt, ich habe es bei anderen Leuten gesehen und es sah wunderschön aus. Deswegen finde ich es umso schade, dass es bei mir nicht gerade gut jetzt auf den ersten Hieb funktioniert hat. Und ich muss auch sagen, dass es mir bei der Palette stellenweise ein bisschen schwer fällt, Sachen miteinander auszublenden. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade, wenn man jetzt nicht verreist, sondern wenn man daheim vor seiner Schminksammlung sitzt, eine Palette ist, die man vielleicht auch mit anderen kombiniert. Oder gerade, dass man die zum Beispiel, dass man die mit anderen Tönen kombiniert. Das ist zum Beispiel jetzt, die Palette habe ich mir damals beim Black Friday bei Lethal Cosmetics zusammengestellt. Und ja, ihr seht, blauen Dealer, dass man zum Beispiel gerade hier diese Töne nochmal kombinieren könnte mit denen. Ich glaube, das ergänzt sich sehr schön. Das werde ich auch auf jeden Fall mal austesten. Und ansonsten freue ich mich trotzdem für Julina, dass sie eine eigene Kollektion hat. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gloss. Und ich hoffe, dass mein nächster Versuch mit der Palette ein bisschen besser aussehen wird. Ja, ich glaube, das war's. Dann lasst mir gerne etwas Liebe da und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.